Moin YouTube, was geht? Ich bin Tekno, aka Tilorius. Heute geht's wieder los und zwar Minecraft Adventures mit Gary zusammen. Hallo! Ja, sie freut sich schon, ich freue mich auch schon, denn ist euch irgendwas aufgefallen? Schaut euch mal den Boden an. Fällt euch da was auf? Mir nicht. Okay, Gary natürlich nicht, weil sie diesen Texture Pack nicht hat. Ich habe Dewfield HD oder wie er heißt. Habe ich benutzt und seht ihr, wie das ausschaut? Das sieht halt richtig nice aus. Oder hier zum Beispiel diese Kiste. Seht ihr das? Oder Baum. Der Baum hat Strukturen. Der ist 3D ist der. Oder nehmen wir die Kiste hier. Seht ihr das? Sieht halt gut aus. Ach ja, und wie gesagt, mit Glas und so weiter. Ich habe da extra nochmal nachgeguckt. Es gibt eine Chisel-Mod. Eine Chisel-Mod. Ich glaube, einige von euch kennen die. Was sie genau kann, werden wir noch sehen. Und zwar brauchen wir jetzt ein Iron und ein Stock. So, ich habe natürlich einige Sachen schon in meinem Inventar. Und zwar, ja, Stöcker nehmen wir mal die Hälfte mit. Iron haben wir auch. So, gehen wir ganz kurz mal dahin. Könnten wir sogar ein Inventar machen, aber ist egal. Nee, warte. Das war so, ne? Ja, hier. Chisel. Jetzt ist die Frage. Es gibt eine Auto-Chisel. Wenn ich jetzt richtig verstehe, ist es vielleicht das? Ich packe einen Block rein und der zeigt mir an, was ich damit alles machen kann oder liege ich da jetzt falsch? Also denke ich jetzt mal. I don't know. So, Rechtsklick, Open Guy. Hier ein Block. Und jetzt Rechtsklick. Okay, wait a minute. Bedeutet das, oha, ich glaube Gary, das ist richtig nice. Mal sehen, Linksklick. Gary, guck mal, hier, guck mal, es verändert sich. Oh, stimmt. Ich habe da mal eine Frage, ne? Ja? Ich würde uns eben eine Leiter bauen. Warte! Kommen da auch... Ich hab's herausgefunden. Ah, okay, cool. So, was willst du? Leiter? Ja. Kommen da auch... Können Zombies Leitern hochkrabbeln? Freunde, können Zombies Leiter hochklettern? Ich glaube schon, oder? Die können Türen kaputt machen, so deswegen. Nee, Türen können sie, ich weiß nicht, also die Kommentaren meinten, nur in Hardcore machen sie Türen kaputt. Deswegen halt, okay. Also, ich glaube aber Treppen können sie hochgehen. Ich glaube, ich bin mir sicher, Treppen ansonsten schreibt mal Kommentare. Leitern meine ich, Leitern. Naja, ich glaube, das können sie. So, dann habe ich noch etwas, und zwar Mystery Boxen. Jetzt geht's wieder los, die Lootkiste beginnt. Also, wir haben einmal eine Seerose. Wow. Dann, was haben wir da? Tropenbaumsetzling. Ja, könnte cool sein, aber naja, was haben wir jetzt hier? Oh, die ganze Zeit ein Dings. Oh, wir haben eine Schallplatte, Gary. Da kann ich ja gleich mal rangehen. Wir kriegen hier Besuch. Von wem? Who? Ich kümmere mich um die. Oder auch nicht? Ja, ja. Alter, auch easy. Ja, ja, spiel mal deine Musik da oben. Wie geil war das denn? Okay, legen wir erstmal hier rein. Wow, Alter, hier unten ist ja alles voll. Ja, ist doch cool. Chillig. Wow. Wow. Gary ist schon so oft gestorben. Passt mal auf, ja, Freunde. Guck doch mal. Guck dir die Zombie-Armee eins, da unten an. Zwei und hier. Und sechs Köpfe. Sechs weitere Köpfe. Und Gary hat noch nicht mal jeden Kopf eingesammelt. So, wer denn? Wer da unten, hä? Du meinst das Skelett, oder? Das ist Zombie-Armee. Was, Zombie-Army? Hier ist doch nichts. Alles chill. Ah! Ja. Haha. Ha. Geht doch, Gary. Vor was hast du Angst? Oh, warte mal. Der mit seinen Dings da drumherum, der ist ein bisschen feige, weil er eine Drecksau ist. Ich krieg Energie ab. Aber Gary, weißt du was? Oh Gott. Gary, ich habe den Handschuh nicht mitgenommen. Wir müssen die ganz kurz töten. Aber ist easy peasy. Es geht ratzfatz, geht das. Alter, warum hast du dich schon wieder ab? Aua! Der mit seinem Nebel. So, erste tot. Zweite tot. Dritte tot. Ich bin gleich wieder tot. Ja, ich helfe dich schon. Vierte tot. Oh, fünfte tot. Ich weiß schon gar nicht mehr, wo ich gezählt habe. Komm her, Junge. Lass. Okay, die Spinne. Nächste tot. Der muss sterben hier. Der hier. Der macht ganz weirden Schaden, macht er. Ich habe ihn getötet, Gary. Alles gut, alles gut. Gary, dein Leben ist einfach nicht umsonst draufgegangen, okay? Ich will nicht sterben, Gary. Ich will nicht sterben. Da schießt jemand mit Bogen. Warum haben die denn so viel Leben auf einmal? Ja, so viel Leben haben die gar nicht. Vielleicht wird das Spiel ein bisschen schwieriger. So, ach guck mal, ich habe ein Pflaster. Gary, ich heile mich mal ganz kurz, ja? Es ist wie Eilcraft.
Es funktioniert. So, ich helfe dir ganz kurz. Ach, ist er schon tot? Der ist dead. Okay, dann müssen wir jetzt ganz kurz nach oben. Baue die Leitern hin. Gefällt mir. Gary! Nein, es hat nicht bis nach ganz oben gereicht. Nein, eine fehlt mir noch. Warte, ich jumpe jetzt. Okay, pass. Ah! Pass auf, ich mach's mir einfacher. Bau die Erde ab und komm hier hoch. So, gut, ich geh kurz schlafen, Gary, ja? Damit wir unsere Ruhe haben. Wir müssen ja mal weiterkommen. Ja, der Morgen ist angebrochen. Ich gönne mir jetzt ein paar Kartoffeln. Und ja, in den Kommentaren stand, die Base sieht gut aus. Meintet ihr so? Ich find's natürlich, es könnte besser sein. Aber ich habe Informationen bekommen. Und zwar zur Verschönerung. Man könnte, Gary hat ja das jetzt fertig gemacht. Also, wir müssen jetzt ganz kurz von unten hingehen, damit wir es genau angucken können. Also, es wurde geschrieben, dass wir hier unten vielleicht, dass der Baum seine Äste rausholt und, da, sagen wir jetzt, ja, okay, ich mit meinen Jetze, das Wort gibt's gar nicht, aber egal, ich sag's trotzdem. Also, dass man hier zum Beispiel Äste hinbauen könnte, aber auch hier in der Mitte so, damit es halt wirklich realistisch ausschaut, dass es so, das Baumhaus so, hält. Damit die Statik halt gegeben ist, so, you know? Und dann natürlich wurde sowas geschrieben wie, warum? Okay. Weil ich kurz was gucken will. Ja, ja. Ich will gucken, ob man das da reinbauen kann. Und dann wurde natürlich gesagt, ob ich hier Ranken runterlassen kann. Das war ein sehr geiler Tipp, denn ich baue jetzt eine Schere. So, da, ich weiß jetzt nicht, wie sie jetzt wirklich gebaut wird, aber da ist die Schere. So, zweimal, genau. Das hatte ich noch irgendwie im Kopf so. Also, damit können wir ja natürlich sowas abschneiden. Ja, die Frage ist, ich glaube, ich hole mir das Grünere, also das, was hellgrün ist, anstatt das, was dunkelgrün ist, damit wir das schön machen können. Und dann, ich habe was geplant, und zwar hier drüben. Passt auf. So, und ich weiß zwar nicht, wie viele ich brauche, aber so übelst viele brauche ich nicht. Ich denke mal, das sollte jetzt eigentlich genügen. 24. Und damit gehen wir kurz hier vorne hin. Denn ich werde das so machen, dass wir hier runtergehen können und darunter auch noch eine kleine Ebene haben. So, dann setze ich das mal so hin. Gut. Und hier vorn, genau hier jetzt. Ich weiß zwar nicht, ob es funktioniert, aber ich glaube, es setzt nicht richtig an. Ich wusste das. So, aber egal, den ersten müssen wir setzen, ne? Ja, genau, dann muss der hier jetzt wieder ab. Und zwar, ja, das habt ihr auch in den Kommentaren reingeschrieben, das kann man leider nicht ausmachen. Diese Funktion ist eigentlich, ja, bitte? Nenn mich Jonglierer, Gary. Ich hasse es. Nenn mich wie? Jonglierer? Nicht John Wick? Nein, Jonglierer. Ah, so. Gut. Okay, jetzt ist das Problem, ich muss runter. Gut, ich versuch's jetzt einfach von hier unten. Ich glaube, das ist ein kleinen Ticken besser. Und so wie es ausschaut, ist es auch besser. Dann setze ich hier wieder die zwei Blöcke hin. Aber die hinteren muss ich natürlich abbauen. Ja, ich denke mal, da werde ich noch drunter halt solche Dinger hinbauen. Also einfach Blöcke. Weil ich glaube, das würde einen Ticken besser ausschauen. Bin ich jetzt der Meinung. Pass auf, das machen wir jetzt weg. Nee, man könnte das so lassen. Dann könnte man auch so die Ranken runterbauen. Cool. Gary, ich habe Ideen, die sind in meinem Kopf drin. Ich habe uns eine Feintür hier hingepackt. Das heißt, wir können dann ja oben dann zumachen. Dann fallen wir da auch nicht einfach durch, weißt du? Cool. Richtig cool. Hast du richtig gut gemacht, Gary. So, Tür auf bitte. Guten Tag. Guten Tag. Ich glaube, das können sie auch nicht aufmachen. Also, ich bin der Meinung, sie können. Oh, Gary, hier ist da. Ah, nee, das ist so, ne? Das muss so hin. Ich will alles perfekt haben. So, pass auf, was ich jetzt gemacht habe. Also, ich hatte jetzt wirklich vorgehabt, dass wir hierzu runtergehen können. Ich glaube, die Höhe reicht auch. Und hier unten kommen dann halt wieder Blöcke ran. Ich weiß aber nicht, ob ich die jetzt hier ransetzen kann. Guck mal hier. Ist das gut so? Oder ein Ticken nochmal höher so? Und das, was ich jetzt geplant habe, ist, wir brauchen Essen. Bedeutet, hier oben haben wir freien Himmel. Bedeutet, hier unten kommt unser, wie soll das heißen, Gary? Unser Garten. Ja, gute Nacht. Ich hab eine Idee. Du hast eine Idee, das ist doch schon mal schön. Ja, wir können das doch ausprobieren. Ja. Und guck mal, ich hab doch hier zwei Bäumchen. Du hast zwei Bäume. Ja, dann könnte man vielleicht da noch einen Baum raufsetzen, ha?
auf dem Feld. Wo für einen Baum? Ja, aber das sieht doch bestimmt cool aus. Wenn es ein Apfelbaum ist, kannst du es hinsetzen. Ansonsten nein. Wir brauchen Essen. So, geh mal. Ich muss kurz zählen hier. Ja, ja, sei beleidigt. In den Tod musst du jetzt nicht springen, ja? Gut, also Freunde, ich weiß jetzt, wie ich das mache. Wir haben ja hier unser Feld. Das sind die Treppen. Und ich würde sagen, dass wir hier zwei Wasserlinien hinziehen, weil damit es einfach schöner ausschaut. So, deswegen halt hier 1, 2, 3, 4. Wir müssen eh halt testen, wie weit das Wasser fließt. Vielleicht müssen wir auch alles abreißen, ne? Und jetzt bin ich hier gespannt. 1, 2, 3, 4. Ey, passt sogar! Okay, dann mache ich das hier vorn und ziehe das bis da drüben hin. Alles klar. Ey, ich sag euch, Leute, das wird am Ende richtig schön ausschauen. Ich hoffe es. Okay, dann würde ich sagen, hier bin ich schon mal fertig. Problem ist halt, wir müssen von unten, müssen wir es auch noch bauen wie eine Schüssel, so eine Art. Also, ich werde euch auch noch zeigen, wie ich das jetzt genau meine. Und zwar brauchen wir dafür diese Treppen und die müssen wir falsch herum da dran setzen. Ich habe so ein bisschen was für dich, was du vielleicht mal gerne probieren möchtest. Eine Frucht? Mehrere sogar. Ja, warte, teste ich gleich. Ich muss ja hier bauen. Gary hat ja bis jetzt noch nicht so viel Gehirn gebaut, so. Deswegen will ich halt ein bisschen bauen. Und ja, was willst du denn? Zeige jetzt. Einmal das zum Probieren, einmal Kirschen, das. Tomaten. Einmal das. Trauben. Einmal das. Dingsa. Und Dingsa. So, Kohlrabi war das, genau das. Und Ginsengwurzel. Ja, gut. Ey, das, die Brombeeren sind keine Trauben. Ey, Tomate und Brombeeren und Kirsche. Da schon was Dingsen. Gepflanzt, ne? Da. Nein! Jetzt rate, was du falsch gemacht hast. Nein, es war aus Versehen, ich wollte es eigentlich essen. Also, ich mache jetzt hier ein bisschen die Zäune hin. Die müssen ja auch mal ein bisschen platziert werden. Ein paar Stück hatten wir ja halt noch. Wir können aber auch eh noch genug herstellen. Deswegen sollte da jetzt irgendwie kein Mangel oder so sein. Also, no problem. Und ich sehe, es ist ein Mangel. Und zwar... Nee, es passt perfekt. Cool. Ja, so, dann habe ich das hier schon mal erstellt. Ich bin nein, echt... Nein, meine Fackel. Du kannst hier rüberspringen. Ach stimmt, Gary hat etwas Bestimmtes gefunden, dass sie hier rüberspringen kann. Ich kann es zum Beispiel nicht. Jetzt muss ich aber ganz kurz nach unten. Ich muss jetzt ganz kurz gucken, wie ich das baue. Genau so rum. Also, ich weiß zwar nicht, ob ihr das cool findet, aber vom Außen, also von außen gesehen, sieht es halt ein bisschen schicker aus. Oder Gary, guck mal hier so, da drüben, so, guck mal. Sieht ja, das so ja, gut aus? Ja, kannst du so machen, ja. Super, bis gleich. So, mal gucken. Dann ist das, dann das noch und da eine Ecke. Gut, dann haben wir das schon mal gut erstellt. Die Seite ist fertig und jetzt fehlt nur noch die andere Seite. Und diese Seite. Oh. Oh, die habe ich vergessen. Jetzt kommen die letzten dran, Gary. Und ich bin fast fertig. Okay, ich habe einen Fehler gemacht. Jetzt hätte ich das noch richtig ausdingsen müssen. Also wenn man bedenkt, wie lange sowas dauert, ist schon echt krass. Aber wie gesagt, ich mache jetzt hier die Blöcke hin und dann sind wir hier eigentlich so gut wie fertig. Und dann pflanzen wir unser erste... Ja, Sachen an. Wir wollen ja, wir sind Survivor, Gary. Wir schaffen das. Easy peasy. So, Freunde, die letzten Blöcke werden gesetzt und dann sind wir eigentlich hiermit fertig. Jetzt bedeutet das halt nur noch, wir müssen Wasser ranholen und wir brauchen Eisen. So, ich glaube, wir sind fertig. Jetzt erstmal hier ein bisschen abbauen. So, da, oha. Ach, hast geschlafen? Sehr schön. Ja. Oh, ich wollte mir das gerade in der Nacht angucken. Es sah so schön aus. Ey, es macht sich langsam was. Aber wenn ich jetzt gerade sehe, ich habe das ja hier drunter gebaut, dieses einmal drumherum. Das müssten wir jetzt eigentlich da drüben auch nochmal machen, auf der oberen Plattform, weißt du? Ja, hier. Was hast du mir gegeben? Dreh dich um. Oh, du hast einen Eimer. Ja, hab ich doch gesagt, ich konnte einen craften, weil wir hatten drei Eisenbarren. Cool. Einmal. Ich weiß gar nicht, wie oft ich hoch und runter muss. Aber das dauert jetzt ganz kurz. Aber egal, ich mache es. Für unsere Blumen und Essen. Gary weiß auch nicht, was ich vorhabe. Aber ich weiß ja circa... Oh, warte mal. Ist das schon eine unendliche Quelle hier vorne? Nein, ja, guck mal, die mal alle Ecken anbinden. So, ja. Die ist jetzt unendlich. Aber die hier scheint auch schon unendlich zu sein. Problem ist halt, ich will alles eben hier haben. Fehlt, und hier, das sieht hier, halt ein bisschen... Ja, ja, ich mache jetzt da überall, wo ich denke halt, dass da Wasser hin kann. Hätte ich es doch vorher so gemacht. Ich hätte nur viermal hochlaufen müssen. Ich mache mir immer mehr Arbeit. So, ist alles gerade? Sieht gut aus, oder? Ich habe leider keine... Warte mal.
Ja, sieht gut aus. Doch, fast. So, Gary, ich mache jetzt das hier für dich weg und... Oh, es funktioniert! Ja, ja. Oha, Leute, gehen mehr als 4 Blöcke? Gehen auch 5 oder 6 oder so? Oder gibt es vielleicht irgendwie, dass man unter diesem Feld Wasser hinsetzt und sind dann halt vielleicht die da drüber, werden die dann auch feucht oder so? Weil ich habe da keine Ahnung, wie gesagt halt, aber schreibt mal in die Kommentare. Das wäre sehr, sehr wichtig. Okay, ich habe bis jetzt keine Ahnung. Porrigary mache ich jetzt weg, weil ich muss jetzt hier leider was machen. Und zwar, doch, geht nicht anders. Damit wir wenigstens Schutz vor Zombies haben, das müssen wir später halt anders machen, mache ich das so. Und Gary, hier ist noch nicht alles voll. An die Arbeit. Ich suche ja gerade noch. Na, zick. Okay, und hier... Keine Ahnung, ob man das pflanzen kann. Wenn ich das so mache und dann so... Rot haben wir, blaue euch. Ja, hier in die Wand. Leute, wie gesagt, falls ihr bessere Ideen habt, ab damit in die Kommentare, weil... Hier habe ich jetzt auch gerade keine Ahnung, wie ich das am besten bauen soll. Aber egal, ich glaube, das hier werde ich nicht weiter bauen. Ihr habt safe eine bessere Idee als ich hier. Weil das sieht halt nicht so cool aus, weil es fliegt. Man könnte es vielleicht mit klappbaren oder Bildern. Mit ah nee, das ragt nicht zu weit raus. Na egal, wir werden schon was finden. Hey, Gary! Ja, mehr habe ich leider nicht. Ach, und es gibt so eine Funktion, die kenne ich aus Ark. Sagen wir, ich will jetzt meine ganzen Sachen, ich habe zu viel Holz und so weiter gefarmt. Dann gibt es eine Funktion, und zwar, wenn ich Inventar drücke und dann, ich weiß nicht, ob ich was anklicken muss, aber hier, auf nahegelegenen Truhen ablagern. So, und wenn ich da draufklicke, es geht alle Sachen hier, bam, ziehen alle weg. Tür zu, was machst du? Da. Wie, Tür zu? Was hast du hier jetzt gefangen genommen? Sünde, Gary, die weint doch. Lass sie da drinnen. Nicht anfassen. Psst. Hey. Gary ist böse, aber ich bin gut, okay, Kleines? Ja. Ja, ich bin gut. Warte kurz, warte. Hi. Mach Tür zu, sonst geht die Ente doch raus. Was hast du da? Gar nichts, das sind Kartoffeln, die ich esse. So, guck mal, was ist denn da in der Kiste? Hast du die gemacht? Ja, die habe ich gerade dahin gesetzt. Okay. Da sind die Sachen von mir. Hier, Kleines, schnell. Iss. Gott, sieht Angst. Komm später wieder. Ja, dann lass uns gehen. Sie hat Angst vor dir. Holy shit, hast du sie geschlagen oder ja, so? Ja, ja, ich mache immer was. Ich nehme die mit. Eine Sache will ich jetzt kurz mal angucken. Wir haben hier noch Skills und so weiter, die wir verteilen können. Und ich weiß zwar nicht, welche Taste war das. Ich habe bis jetzt so 20 Level. Aber wir müssen langsam was leveln. Ich denke mal, ich gehe auf Warrior. Ich glaube, das wäre das Sinnvollste, oder Leute? Also ich denke mal, Warrior wäre das, was wir benötigen. Ich weiß nicht, was Cealot ist, keine Ahnung. Aber ich denke mal, vielleicht mit Shift oder so. Nee, können wir leider nicht angucken. Und es gibt ja noch ein Questbuch, Freunde. Das bedeutet... Oh! Visit a Dimension. Hat Gary schon gemacht. So, und... Ui! Was ist das denn? Oh, warte mal. Werkbank gebaut. Wir kriegen 10 Punkte. Stimmt. Wir können uns damit Sachen kaufen oder so. Dann haben wir hier unten noch irgendwas erreicht. Aha, wo ist der Shop? Hier oben ist der Shop. Lava-Eimer für 100. Und... Monster-Hunter-Schwerter oder was? Alter. Und es gibt einen Waystone. Gary, du weißt, was das ist, ne? Es reicht mir da unten mit dir. Ruhestunde. Aber die sind für Essen da, hast du schon bemerkt? So ein bisschen geben sie wieder, ja. Mhm. So, Gary, pass auf. Ich komme jetzt runter. Ich brauche aber eine Axt. Da sind noch mehr von meiner Sorte. Oh. Komm mit. Komm. Besuchst gerade deine Familie, wa? Ja. Komm mit. Also, das wächst langsam. Wir können ja gleich mal von unten so ein bisschen das angucken, weil... Es sieht schon cool aus, Mann. Es sieht wirklich cool aus. So, Gary, wir wollen ja aber jetzt noch ein bisschen Eisen ran schaffen. Ich nehme mal ein bisschen Wasser mit, weil es gibt ja einen Trick. Kommt mal mit. Man kann ja mit dem Wasser einmal ganz schnell die Wände hochklettern. Und das machen wir jetzt ganz kurz, weil ich glaube, das Tor ist da unten. Warte, Gary, ich setze für dich das Wasser da oben hin, ja? Gut, meine Fackel ist weg. Moin, Meister! Kommst du hoch, Gary? Los, komm. Ich komme. Sehr gut.
Nein, komm hoch, komm hoch. So, nicht kaputt machen. Oder warte mal, sollen wir... Warte, ich will gucken, was da drin ist. Ich will auch gucken. Eine Blitzbombe ist cool, aber das war's schon? Das war's schon? Naja, wir können ja weiter runter noch, ne? Ja, warte, Spawner macht kaputt. Sehr gut. Ach, scheiße, ich habe keine Spitzhacke dabei. Wo sind die Erfahrungspunkte? Hä? Gary, gehst du... Oh Gott. Pass bitte auf. Pass auf! Oh Gott. Wir haben kein Schild. Ich habe vergessen, ein Schild mit... Ja, Gary... Ja, ja. Kümmer dich drum. Oh mein Gott, der macht Selbstmord. So, die Frage ist, ich brauche jetzt ganz kurz ein Schild, Gary. Ich komme mal ganz kurz. Warte, noch nicht reingehen. Warte, wir wollen doch zeigen, was wir drauf haben. Dann lass uns nicht sterben und wir gehen runter, ja? Lass mich vor, weil ich hab Schild. Und du baust die Dinger ab. Los! Hast du Fackeln mitgenommen? Ist eigentlich sehr, sehr wichtig. Einen habe ich da jetzt hingesetzt. Okay, sehr schön. Jo, sehr gut, Gary, sehr gut. Giftige Späne! Ich bin weiter unten, ja? Ich kümmere mich mal hier drum, ja? Hier ist Bolo. Jo, sehr gut. Ich bin schon ein Ding weiter runter, ja? Ich bin weiter runter. Ich bin runtergefallen. Oh. Kommst du? Bam! Bam, Dick! Ah ja, verzieh dich. So, ist irgendwas da drin gewesen? Irgendwas Cooles? Ich hab schon rausgeholt. Nee, nicht wirklich. Das ist doch schon mal gut. Pass auf die Löcher. Be careful. Autsch! Au! Wir sind vergiftet! Ja. Ach ja, und Freunde, ich weiß, wenn wir vergiftet sind, dass nur ein halber Herz noch übrig ist. Aber ich habe gesagt, ich sterbe, weil drumherum waren überall Feinde. Deswegen habe ich gesagt, wir sterben. Ich greife weiter an, ja? Der Eichemist ist es. Du Drecksviech, du. Komm, verrecke. Wir müssen hier Fackeln unbedingt aufstellen, weil ansonsten, ja, kriegen wir das nicht so gut hin wie, ja, wie eben. Eine Fackel habe ich die da hingepackt. Aber ich hätte doch zwei, ich hätte doch... Ah, da oben hängt sie. So, Gary, ich baue die Erde ab. Ich muss kurz Verband benutzen. Oh, gut, dass es hier Verbände gibt, ey. Hi, Spider-Man. Wie geht's, wie steht's? Ey, das ist bis jetzt, das sind noch diese Billig-Dungeons. Aber ist dir was aufgefallen? Oben kam kein Golem, ne? Nee, es war ja auch ein anderer. Oh. Setz du sofort Fackeln, ja, wegen Licht. Und? Los, oh. los. Go, go, Power Rangers. Da, 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 da. Ich bin gleich so oben. Komm rein hier. Sie lassen mich nicht rein. Doch, komm. Die Tür ist auf. Bam. So, schnell abbauen. Okay, warte. Okay, der wollte runter. Nö, moin. Bau die Dinger ab. Einer ist ab. Diese Dreckspinne, die will mich einfach haben. Halt die Spinne einfach auf, okay. Ich habe ein Schild und ich benutze ihn einfach nicht. Ich bin doch auch ein bisschen doof. Etage. Die Etage ist fertig hier. So, sehr gut. Gary hat es gemacht, Freunde. Hier ist aber nur Müll drin. Wir nehmen trotzdem alles mit. Gut, los Gary, komm. Okay, ach du tschüss. Kacke. Ja, ich glaube, das können wir erstmal knicken, ja. Alter, hier, ja, da ist ein seltener Schildlösner. Alter, guck dir das da unten an. Warte mal, ich habe eine Idee. Nein, du hast keine Idee. Ach du Kacke. Wie viele sind das? Ja, das geht halt nicht. Hey, wie machst du das? Ich mach gar nichts. Ach so. Alter, wie viele sind das? Gut, dass wir nicht da unten sind. Ja, lass uns raus. Das sind zu viele. Komm, wir gehen raus. Oh, wie viele sind das? So, eine Sache will ich noch ganz kurz machen, Gary. Hier vorne war so ein kleines Schlösslein. Da wollte ich einfach mal ganz kurz rein versuchen, kurz zu gucken, ob da irgendwas passiert, weißt du? Hm? Was war das? Es ist halt kaputt. Aber hier war doch irgendwas mit Redstone. Genau hier. Da war doch eine Redstone-Fackel. Warum? Das ist ja seltsam. Ja, ist sogar eine. Das bedeutet, also meistens ist es ja so. Ah, ich glaube, das war einfach nur so... Deko? Ich glaube, Deko war das. So, wo wolltest du jetzt nochmal hin? Zum Hexenhaus?
Ja, da, in, da bei den Hexen, da ist noch ein Haus, was ich noch nicht gelootet habe. Das war ganz hinten. Okay, warte. Hier hinten, das. Warte, ey, okay, Wolle brauchen wir jetzt nicht unbedingt, aber das hier nehme ich mit. Was war das? Ein Kessel. Oh, noch mehr Sherry. Jo, sehr gut. Ansonsten hast du hier jede Hütte durchsucht, oder was? Ja, ja. Warte, ich will kurz mit. Ich will kurz mitkommen. Selber Sicherung startet? Ja, ja, das ist sichert einfach nur. Keine Ahnung, was das jetzt genau ist. So, warte, ich komm kurz. Rudolf mit, den, mit der roten Nase. Und das ist wirklich Rudolf. Ist bereit? Warte. Okay, mach die Tür auf. Ich schieß rein. Los, mach die Tür auf. Ich halte fest. Hab getroffen. Kuh! Sehr schön. Puh, geh weg. Sie will schmeißen, Gary. Sie wechselt schon die Flaschen. Die Kuh nervt ein bisschen. Pass auf, pass auf. Hab getroffen. Links ist noch... Oh Gott, da sind noch wer. Drei Stück sind da. So, wir müssen jetzt instant töten. Warte, warte, warte. Ich komm von hinten rein. Guck, guck. Nein, nicht, weil die töten sich witzigerweise selten. Ja, ja, die vergiften sich einfach. So, warte mal, was haben die denn? Oh, Gary. Ey, Schwarzpulver und ein Eimer und ein Manuskript. Und dann ein Mana-Regeneration-Verbesserung. Was finden wir denn alles hier? Oha. Gary, alles mitnehmen. Alles. Wir haben sogar einen Sattel hier. Nimm alles mit. Sehr cool. Ich kann nichts mehr mitnehmen. Ich habe einen Rucksack gefunden. Jo, sehr gut. Gut, hier ist auch noch ein Turm. Ey, das sieht gut aus. Der sieht, du bist da drin, wa? Nein. Nee? Nö. Hallo? Redstone-Fackeln mitnehmen. Oh, ist das eine schöne Hütte, ey. Okay. Ey, gefällt mir auch schon. Klein, kompakt, passt. Wölfchen, ich bin da. Wölfchen? War das wirklich ein Wolf, wo ich da hingeguckt habe? Ja, komm her, mein Süßer, komm her. Oha, der ist voll cute. Aniki! Nee, der ist süß. Hier übrigens drei Schweine, ich weiß ja nicht, ob es dir schon aufgefallen ist. Ja, ja, drei Schweine sehe ich gerade. Komisch. Aber ich mag den Texture Pack, ey. Ich mag den. Das Minecraft sieht halt so geil aus damit, das ist heftig. Aber es sieht auch allgemein mit den Shader gut aus. Ja, gut. Dann werden wir gucken, was wir in der nächsten Folge mal machen, weil ich weiß nicht, woher wir diese Ranken kriegen. Ich weiß nicht, in deinem Dungeon oder so. Wie gesagt, schreibt mir in die Kommentare. In der nächsten Folge werden wir auch Aniki und Yuki zu uns holen, weil unsere Base ist eigentlich schon ziemlich sicher und deswegen halt mal gucken. Also, Freunde, das war es auf jeden Fall von einer weiteren Folge Minecraft. Wir hoffen, sie hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Kommi und ein Like da. Also, bis zum nächsten Mal.